Ihnen zunächst erklären, warum wir Sie hierher gebeten haben. Sie sind ab sofort vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Laut Direktive Nummer 24 des Alliierten Kontrollrates. Wir untersuchen Ihren Fall, bevor Sie vor der Spruchkammer des Entnazifizierungsausschusses für Künstler erscheinen müssen. Für Musik hast du bestimmt was übrig, oder? Für einige. Solltest du aber nicht. Wieso nicht? David, was wir hier machen, ist so etwas wie die Untersuchung bei der Kriminalpolizei. Sie wollen ihn vernichten, das ist es doch wohl? Sie wollen ihn auf dem Scheiterhaufen verbrennen? Erkennen Sie wirklich nicht, dass die Kunst Schönheit und Schmerz und Freude bereitet? Dass die Musik alle Sprach- und Landesgrenzen überwindet und die Menschen unmittelbar anspricht? Behandeln Sie mich doch nicht so, als wenn ich nicht auf Ihrer Seite bin. Ich verhandle mich so, weil ich mir noch nicht sicher bin, auf wessen Seite du stehst. Es ist eine Beleidigung. Pech für dich. Wollen Sie Kunst und Kultur und Musik gegen die Millionen Menschen aufwiegen, die Ihre Kumpel ermordet haben? Sie verstehen einfach nicht, wie einem zumute ist, wenn einem klar wird, mit welch einer entsetzlichen und allgewaltigen Macht man es zu tun hat. Da gibt es nur einen einzigen Gedanken. Mitmachen oder bei lebendigem Leibe aufgefressen werden. Wissen Sie, ich bin überzeugt davon, dass Sie mit denen einen Deal gehabt haben. Sie haben dem Teufel die Hand gereicht. Und seither waren Sie und er und seine Genossen die dicksten Freunde.